Und damit ein herzliches Willkommen, mein Entchen, zu einer neuen Folge von Heroes of the Noob mit mir, euer Mentor. Und wir spielen heute eine Runde Rainer, hab ich mir gedacht, mit unserer kleinen Schwester. Da bin ich dabei. Hier ist was im Weg. Wir müssen da lang. So. Ich wollte mal von nah angucken, wie das aussieht, wie das aufgebaut wird. Das ist voll geil. Also, okay, außer dass da ein bisschen Grafik runtergeschraubt wurde von mir. Aber trotzdem, voll geil. So, wir spielen jetzt kein Ranked mehr, wir spielen jetzt normal. Das tötet von Gegner erhöht den Schaden automatisch angekommen. Ja, Schützenkönig, ne? Ich mir jetzt so gedacht. In der Zeit, wie die da oben nämlich alle den Punkt einnehmen, werden wir hier unten uns ein wenig vergnügen. Mit Lags. Und die habe ich irgendwie am Anfang immer. Das bessert sich dann über das Spiel verteilt. Gut, die sind scheinbar echt alle oben. Boah. So, Attacke. Ich farm hier unten ein wenig. Aber wir gehen da oben gerade alle drauf. Ja, wir haben in dieser Runde in unserem Team mit mir zusammen 4 Assassinen und Zagara. Also wir haben zum einen Sylvana, dann haben wir Illidan, wir haben Vala und wir haben mich, wie gesagt, so wie halt Zagara. Und im Gegnerteam weiß ich gar nicht, was wir da haben. Wow. Yo, cool. Sowas mag ich nicht. Alter, das war krass. Ich glaube, ich sollte mal hochhelfen. Sonst hassen die mich gleich. Das wäre recht uncool, wenn die mich hassen. Hallo. Tschüssi. Hallo. Geht weg. Lasst mein Illidan in Ruhe. Was habe ich denn so eine harte Lex hier, Mulder? Das ist nicht auf jeder Map, ne? Also, es ist echt map-spezifisch, dass ich diese harten Vokale habe. Allerdings, wenn ich das mache, was Raptime zu mir mal meinte. Oh oh. Dann gibt's halt Probleme mit der Synchronisierung. Ja, ist okay. Synchronizität von. Komm, jetzt geht drauf! Oh, ich dachte, da hinten steht noch jemand. Schade. So, Angriff verheilen. Ja, also man merkt schon so ein bisschen, dass sie nicht so drauf. Cool, ist noch drauf gegangen. Dass sie es nicht so drauf haben. Bin schon wieder in so einem komischen Ding hier gefangen. Ja, es läuft bei mir schon mal definitiv besser als in der letzten Folge. Ja, was denn? Ist doch alles chillig hier oben, ey. Was hast du? Geh weg. Ich mag Käfer nicht. Die krabbeln. Ja, die beiden schaffen das schon. So, ich muss hier mal ganz kurz, ich muss hier mal durch, danke. Anstatt einer Bodyblock macht, aber nö. Gut, die waren eh alle komplett lowlife, von daher ist es egal. Wir sind im Levelvorteil, das ist relativ okay bis jetzt. So, ich würde sagen, ich gehe mal hier eben. Meint er, ich schaffe ein Easy Camp alleine? Meint ihr, ich schaffe das? Meint ihr, ich schaffe das? Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, ob wir die Runde jetzt gewinnen oder verlieren. Du wirst gar nichts spüren. So, machen wir ein paar Schnellscamps. Ach, guck mal, da kommt noch Sylvana an. Oder Sylvana, oder wie auch immer sie ausspricht. Schreibt mal in die Kommentare, ob mit Ä oder A, ich weiß es nicht. Und da kommt auch noch Illidan, der hilft mir auch noch. Ist auch noch ganz cool. Wir sollten uns dieses Söldnerlager. Helft ihr mir, das andere auch noch zu machen? Sylvana hilft mir? Oh, das ist voll cool von dir. Das finde ich echt, ey, Buddy.
Oh, 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 Buddy. Ey, Buddy, wir sollten uns hier, glaube ich, so ein bisschen... Ja, das ist cool. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das schaffen wir. Drauf da. Fixi. Fixi. Geht doch. Genau zwischen die Augen. Richtig, so sieht's aus. So, ich gehe Base. Dann gehe ich mich mal ganz kurz aufladen und muss den Brunnen jetzt nicht benutzen. Wir machen noch mehr auf Söldner. Dass sie noch mehr Kraft hinter haben. So, dann haben wir jetzt zwei Camps auf der Botlane. Allerdings glaube ich, dass der eine hier gerade so ein bisschen... Ach nee, der zerfickt den von da aus. Das ist natürlich auch cool. Jojo, ich komme ja schon, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Ja, ist ja okay, Walla. Ist okay. Ups. Hoppala. Nicht getroffen. Sorry, Lex. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Was habe ich denn hier wieder für Gegner abgekriegt, sag mal. Was ist los, ey? Also hätte ich keine Lex, ne, dann wäre es auf jeden Fall schon wesentlich... Was sind das? Sind das Bots oder was? Ich glaube, selbst Bots spielen besser, wie die Leute, gegenüber wir hier gerade spielen. Allerdings sind wir trotzdem relativ schlecht, deshalb. Hyperion. So. Wir sind zwei Level Vorteil. Was geht denn ab, ey? Hallo? Oh, das war doof. Es tut mir leid. Ja, kommt her, los. Hier, komm. Komm hierher. Hier, 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 hier. Scheiße. Das Licht erblasst in meinem Tempel. Doch bald wird es wieder strahlen. Tudum. Und tschüss. Das war's mit dir. Batz. Ein guter Raiders. Easy. Eigentlich nicht, aber ist okay. So. Was machen wir denn? Was machen wir? Wir bräuchten mal hier oben das hier. Das ist ja ganz cool. Macht das jemand mit mir oder mache ich das alleine? Können wir wahrscheinlich nicht. Wir gehen hier von hinten ran. Nächste. So, wer möchte noch? Wer hat man nicht hier? Hier ist jemand drin, das habe ich gesehen. So, die ist auch weg. Schade, ich dachte, sie ist am Brunnen. Ich gehe Base. Ich porte mich jetzt einfach mal hier weg, auch wenn es extrem gefährlich ist. Weil dort hinten sehe ich schon einen Anhub. Ah, geil. Okay. Wir sollten uns dieses Söldnerlager zur Brust nehmen. Die wollen den Boss machen? Ne, Walla ist dahin unterwegs. Das finde ich besser. Ich wäre noch nicht für den Boss. Und wenn Walla mir hilft, ist das ideal. Ah, Zagara ist ja eigentlich auch schon hier. So ist es ganz schön. Du kannst auf mich zählen. So, sie hat den. Komm, Sylvana, mach mit mir den. Okay. Ich hätte zwar noch ein paar Sekunden gehabt, aber hey. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Dann ist noch der Bot-Tempel. Das ist auch. Kommt, Leute. Einer muss hier drin stehen bleiben. Oh, ey. Also, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mit diesen, ihr seht ja die Lex, ne? Ob ihr mit diesen Lex spielen könntet oder. Das habe ich echt nicht gesehen, ne? Ich war halt irgendwie zu sehr im Tunnel. Das ist jetzt echt kacke gelaufen. Das tut mir leid. Ja, ist egal. Wir sind bei denen in der Base. Von daher sei dies verziehen. Ach, wir sind noch gar nicht ganz drin. Unten sind wir... Ja gut, hier sind wir weiter. Wie sieht's oben aus? Ach, mal gucken mal.
Das ist doch schön. Ja, Walla, ist okay. Ping nicht zu Tode. Du wirst dann eh gesperrt. Ihr seid stärker, als ich dachte. Wie wär's denn, Leute? Wie wär's denn? Habt ihr Bock? Habt keinen Bock? Das könnte gut. Ja, wir. Walla, allein. Wow. Alleine schaffen wir das nicht, ne? Das könnte abhaken. Na gut, dann gehen wir deffen erstmal. Solange die beiden nicht da sind, die haben noch ein paar Sekündchen. Ist das auch so ein bisschen sinnlos? Dann holen wir uns in der Zeit einfach mal ein paar Erfahrungspunkte. Ich empfehle, diese Söldnerlage einzunehmen. Scheiße, die kommen. Fuck, und die sind in der Überzahl. Allerdings sind wir stärker. Noch sind wir stärker. Nein! Meine Maus hat nicht reagiert durch diese Kack-Lags. Das gibt's doch nicht. Oh, ist das scheiße gelaufen jetzt. Ganz im Ernst. Oh, ist das kacke gelaufen. Na gut. Das heißt nicht umsonst Heroes of the Noob, ne? Auch wenn ich schon echt besser geworden bin. Wie steht's eigentlich? Ja, 16-3. Ah ja. Okay. Oh, wenn sie jetzt schlau sind, lassen sie den Boss immer machen und gehen zu den Tempeln. Verteilen sich und machen die platt. Das heißt, ich gehe jetzt. Ich gehe auf jeden Fall hier hin. Oh, was hier abgeht. Wie viele hier einfach sind. Maschine ich oder treffe ich einfach nicht? Ich muss hier mal kurz an den Brunnen. Hier steht aber schon noch einer, oder? Ja, ich deff hier mal kurz, Leute. Ich mache hier mal ganz kurz ein bisschen Deff-Arbeit. Muss auch mal sein. Weil es halt auch mal ein paar Erfahrungspunkte bringt, ne? Ich habe den Levelvorteil verloren, möchte ich mal meinen. Das ist echt uncool. Wir sollten uns dieses Söldnerlager zur Brust nehmen. Gut, Walla geht mir helfen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Piss dich. Unser Kern. So. Das war meiner. Mein Beileid. Da ist sie unsichtbar, die Kleine. Ich sehe sie aber. Da läuft sie. Hört sich gut an. Nee, das lasse ich lieber. Da bin ich mal schlau und hau ab. Wir gehen nach unten helfen. Würde ich mal meinen, oder? Was meint ihr? Ja, ne? Ja. Ja. Ihr seid voll meine Meinung. Das finde ich cool. Wir gehen nach unten. Treff los! Ihr seid nicht Danke. Das war ein leichtes. Das Licht der Sonne in den Tempeln wird stärker.
Das kann ja was werden jetzt. Ich bin komplett lowlife und das ist der einzige Tempel, der kommt. Oh, scheiße. Kann man hier auch rein? Kann man nicht. Ja, das ist richtig. Das könnte gut werden. Ich könnte hier etwas Hilfe gebrauchen. Sind die anderen alle? Also die Gegner. Ach, die haben irgendwas Easy Camp gemacht. Zumindest hat Zagara. Ja, haut ihr ab, ich mache hier. Zagara, hau doch einfach ab. Du siehst doch, dass ich hier fertig bin. Danke. So, da war auch noch mal einer. Oh, danke, hab ich gerettet, ey. Nein! Nein! Och Mann, ey. Die machen den Boss. Ne, machen sie doch nicht. Zagara ist so komisch und geht runter und guckt da unten. 34-30. Ey, das kann ein echt langes Spiel werden, wenn es so weitergeht hier. Aber naja. Ich könnte ja einfach mal kurz einen Schluck trinken. Das wäre voll die Idee. Ah, so. Geht runter wie Öl. Portet er sich hin? Zagara macht aber das Easy Camp da unten. Oder wo möchtest du hin? Valla scheint auch klar zu sein. Valla ist sogar eine Hearthstone-Spielerin. Ja, die haben mich den Boss gemacht. Wusste es doch. Ich gehe nach oben. Ich gehe definitiv nach oben. War abzusehen, dass wir den Boss machen. Unser ganzes Team war irgendwo anders. Total gesplittet. Da war es klar, dass die jetzt irgendwas machen. Ja, die Tempel sind von meiner Magie erfüllt. So, einen bräuchte ich hier oben trotzdem. Ich versuche jetzt nur aus Auto-Attacks rauszuspielen. Dass ich alles andere hier noch aufheben kann. Außer halt das Mut machen, das lasse ich an. Okay, wir haben definitiv eine Base ist jetzt hin. Oben ist die Lebensanzeige angegangen. Yo, da hat mich der Kreis gekriegt. Das kann es jetzt schon gewesen sein, ne? Die haben jede Seite von uns hin. So wie beide Tempel. Jo, GG. Naja, war trotzdem ein relativ solides Spiel. Hier sehen wir es nochmal. 22,5, 80.000 Gebäudeschaden, 28.000 Heldenschaden und 13.000 EP-Beitrag. Ich wünsche euch was. Hoffe, euch hat es gefallen. Lasst bitte auch einen Kommentar, einen Daumen da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Heroes of the Noob. Macht's gut und bis dann. Ciao.